Hallo, hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde Resident Evil. Ja, es ist schon wieder eine ganze Woche um, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie die Zeit hier weggeht, ey. Wo geht die Zeit hin? Das ist doch krass. Ich habe jetzt teilweise, als ich geladen habe, dachte ich, boah, warte mal, hast du das nicht gestern gespielt? Aber es ist tatsächlich schon wieder eine Woche her. Und ja gut, wo sind wir stehen geblieben? Leere Armbrust, Kräuter, 76 Schuss mit der Colt und Bombe plus Zünder. Okay, okay. Wir sind hier stehen geblieben, glaube ich, ja? Mit dem Adlerstein. Den nehmen wir uns mal und verzwiebeln uns dann auch gleich aus diesem Zimmer hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Ein Licker kam durchs Fenster. Ja, der hat wohl gemerkt, dass da hinten etwas Komisches ist und dachte sich, Mann, da hatten wir hier eigentlich alle erledigt? Ich höre nichts. Ich glaube, wir sind alle weg. Dann dachte sich der Licker wohl, Mensch, da ist doch was. Muss ich gleich mal angreifen. Ha, was hatten wir hier drin? Nichts. Okay, hier haben wir einen Licker drin, aber sonst haben wir da eigentlich nur Munition drin und wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht täuscht, sonst gar nichts. Und dafür, dass da eigentlich sonst nichts ist, finde ich, ist das sehr mau. Es ist wirklich sehr, sehr mau dafür, dass da sonst halt nichts weiter drin ist. Kreuz, okay. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, gehe ich mal lieber. Ich möchte nämlich jetzt nicht unbedingt meine Zeit mit unwichtigen und sehr, sehr sinnlosen Dingen verschwenden. Wie jetzt zum Beispiel einem Raum mit einem Licker, den ich nicht so schnell töten kann. Wo ich nur Munition bekomme. Das fände ich ehrlich gesagt ziemlich unkorall. Wen hatten wir hier? Oh Gott, wie habe ich den genannt? Nein, falsche Seite. Keine Ahnung, da es gab keine Kommentare, glaube ich. Dementsprechend hat der Junge gar keinen Namen. Und wenn ich da jetzt wieder durchgehe, dann bin ich auch gearscht. Ich gehe mal lieber hier vorne lang. Ich glaube, der hatte keinen Namen. Der hatte echt keinen Namen. War das Hugo? Na, nee, das war nicht Hugo. Wobei, nee, komm. Gehe ich doch mal da vorne durch. Dann haben wir ein bisschen Action, oder? Ich meine, der andere Weg, der wäre zwar bei weitem kürzer. Hugo, hi! Der wäre zwar bei weitem kürzer, aber er ist meiner Meinung nach einfach viel zu lame. Okay, danke Rüdiger, nenne ich dich mal. Der nette Herr Rüdiger hat uns den Platz freigemacht, damit wir hier auch durch können. Dann gehen wir mal hier lang und werden einfach den Weg da oben bei den Kränen lang laufen. Ha, ich kenn's noch. Ja, da hatten wir jetzt wieder ein bisschen Action, oder? Das ist doch schön, wenn man ein bisschen Action hat. Ein bisschen Leben in der Bude. Leben in der Bude ist immer schön. Okay, ist zwar beschissenes Leben in der Bude, aber es ist immer schön. Dann fühlt man sich nicht so alleine. Okay, wir werden jetzt gleich... ja, wir werden jetzt nochmal eben ganz kurz hier vorne reinschnummern. Denn ich brauche etwas, beziehungsweise möchte etwas ablegen, glaube ich. Und zwar möchte ich das hier ablegen. Ja, das kommt hier unten hin, weil hier unten sind die Kleute. Dann haben wir noch das hier. Das kann ich auch schon mal mitnehmen. Und sonst eigentlich nichts. Den ganzen Rest, den belassen wir einfach mal da. So, was war das gerade für komische Frame Drops? Ach, keine Ahnung, keine Ahnung. Passiert halt. Okay. Dann müssen wir hier... das brauchen sie nicht... Ah, nee, ich muss das ja nicht an dem Hubschrauber, sondern hier an der Tür. Jetzt achtet mal oben auf die Lampe. Die Lampe, die ist so stabil gebaut, die bewegt sich nicht mal bei so einer Explosion. Ist schon krass, ne? Ist schon krass. So, ja, hier geht's weiter. Hier ist ordentlich was kaputt. Und hier haben wir eine Tür. Danke, Claire. So. Stille. Gehen wir mal. Das ist eigentlich ein ganz schickes Zimmer, oder? Schöner Teppich. Schöner Tisch. Eine tote Frau. Ich meine, warum nicht? Uff. Oh.
I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Ja. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? Da no, liegt eine tote Frau. Beachte sie. No, you'll end up just like all the others. Dann halt nicht. Oh, jetzt? That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. Kranker Dude. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Wow, ja gut, ne? Dann lassen wir den Nekrophilen mal mit seinem Lustobjekt alleine. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Solange ich aus dem Raum kommen kann, bevor er loslegt, habe ich nichts dagegen. Oh. Eins der legendärsten Dinge überhaupt in Resident Evil. Beachtet die Untertitel. Ein ausgestopftes Tiger. Ha? Geil. Ja, wir gehen mal weiter. Ein schöner Gang eigentlich. Sieht ganz nice aus. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Schritte. War es ein Zombie? Oder doch jemand Überlebender? Wenn man genau hinhört, dann hat man gehört, dass diese Schritte nicht matschig klangen. Die Schritte klangen auch relativ schnell, also war es höchstwahrscheinlich kein Zombie. Hier ist ein Lichtschalter. Ja! Aber was haben wir denn da? Tagebuch der Sekretärin B. Geht das lang? Ja gut, ich halte euch das einfach mal hier vor. Das zweite Mal. Schlimmer aufgeregt. Leben in ernster Gefahr. Oh Gott. Tag durchschlagen. Wow, okay. Schönes Tagebuch, schönes Tagebuch. Sehr, sehr schön, gefällt mir. Dann habe ich hinten irgendwas. Nein, aber nicht. Dann gehen wir mal hier vorne hin. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. Nee. You're safe now. Da ging aber schnell. Leon, come in. I found the girl and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. Ah. Schön kurz gehalten. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then, what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right, but it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. What was that? That's what I was telling you about. It's here. Sherry, wait. Ah, immer nur Probleme mit den kleinen Mädels. Okay, hier haben wir noch eine Schatztruhe, die öffnen wir mal. Und dort ist ein Erste-Hilfe-Spray drin. Wuhu! Sehr gerne nehme ich das mit. Okay. Dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Na, erstmal geht's wieder zurück. Wir müssen nämlich immerhin das kleine Mädchen verfolgen.
Ja, mal schauen, ob wir das kleine Mädchen noch finden oder ob es wieder komplett weg ist. Man weiß es ja nicht. Wenn es wieder komplett weg ist, dann muss ich sagen, selber schuld, wenn es dann irgendwann anfängt, komplett zum Zombie zu mutieren. Ne? Also, das ist selber schuld. Hätte auch mit mir mitkommen können. Nix mehr da! Niemand! Aber da blinkt was! Chief? Okay, ein Schlüssel, wie ich schon sehen konnte. Wir haben sogar noch ein Tagebuch. Tagebuch des Polizeichefs. Kurz gucken, wie lange es geht. Oh, du heiliger Schawutzki. Das werde ich euch auch mal eben kurz hier vorhalten. Ich werde euch nämlich jetzt nicht alles vorlesen, Leute. Wie gesagt, es stand nichts in den Kommentaren. Ich habe jetzt auch nicht wirklich so viel Bock vorzulesen. Also von dem her, Schwachköpfe von Umbrella. In die Stadt. Aha, aha. Polizeiaktion hat niemand mehr eine Chance. Aha, aha. Geschosse entkommen. Okay, okay. Ed von hinten. Geil. Blutlache vor Schmerzen. Vergnügen zu gönnen. Okay. Ich glaube, Ed von hinten wird ein guter Titel. Und das hier springt ja schon so ein bisschen ins Auge. Es ist ja auch so ein bisschen verschoben, wie man sieht. Unter dem Bild ist ein Knopf. Wollen Sie draufdrücken? Oh ja. Das Opfer stirbt durch die Kralle des Jaguars. Blut wird zu Schlange, die die Erde vergiftet. Ein Adler glänzt, gebadet in Blut. Und es öffnet sich das Tor zur Unterwelt. Ja, damals hatte ich echt verdammt interessante Ideen, was das Ganze wohl so sein könnte, die Unterwelt. Dämonen und andere krasse Sachen. Was genau es sein wird, das werdet ihr noch erfahren. Also zumindest die, die es nicht wissen. Ansonsten habt ihr jetzt, keine Ahnung, freien Raum zur Interpretation. Ich meine, die Leute, die aufgepasst haben, die sollten eigentlich wissen, was dann hier mehr oder weniger die Unterwelt ist, ne? Also von dem her. Gut, wir haben jetzt einen Herzschlüssel bekommen und den Herzschlüssel können wir an einer Stelle benutzen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich werde jetzt mal überlegen, die Stelle werde ich jetzt noch nicht aufsuchen. Ich werde nämlich jetzt erst nochmal irgendwo das erste Hilfespray weglegen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und dann werden wir den Herzschlüssel auch brauchen. Und dann werden wir... Wir werden ihn, glaube ich, wirklich nur an einer einzigen Tür benutzen können. Denn, soweit ich weiß, kann man den echt nur an dieser einen Tür benutzen. Verdammt, haben wir viele Kräuter. Okay, dann gehen wir mal, Leute. Gehen wir mal. Bin ja schon gespannt auf die... ob ich hier richtig liege mit der Tür oder nicht, ne? Dazu müssen wir nämlich jetzt erstmal wieder runter zu den netten Zombies, die ich ja schon da hatte, also in dem einen Büro. Allerdings müssen wir diesmal keinen Zombieslalom machen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Denn da gab es eine Tür, ich weiß nicht, ob ich die auch mal gezeigt habe, weil ich ja nie wirklich dahin gegangen bin, weil es für mich einfach noch nicht interessant war. Aber es gibt hier eine Tür, die wir auch noch öffnen können. Und jetzt mit dem Herzschlüssel können wir das. Und zwar direkt hier vorne. Und der Schlüssel ist jetzt sogar nutzlos. Ja. Ist das nicht schön, Leute? Das ist schön. Ja. Wunderbar. Dann gehen wir mal durch und schauen uns mal an, was hier auf uns wartet. Vollkommene Ruhe? Das kann ich ja irgendwie nicht ganz akzeptieren. Vor allem kann ich das nicht ganz glauben. Weil vollkommene Ruhe ist irgendwie etwas, was man in Resident Evil eigentlich nur in einem Safe Room hat. Deswegen bin ich gerade so ein kleines bisschen skeptisch. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich meine, die Fenster sind alle kaputt. Das ist natürlich ein doofes Zeichen. Ah, hier hätten wir, by the way, dann auch das Kabel nutzen können. Nur mal so. Warte, war das hier? Nee, gut, dann war das wohl nur bei Leon so. Die Tür ist verschlossen, ein Kreuz ist eingraviert, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir in den Keller, aber
erst in der nächsten Episode. Ich hoffe natürlich, euch hat dieser Part gefallen und wenn er euch gefallen hat, dann zeigt mir das natürlich gerne mit einem Däumchen. Ansonsten auch gerne mit einem Kommentar, vor allem was euch dann gefallen hat oder was euch eben nicht gefallen hat, damit ich mich auch verbessern kann. Und ansonsten würde ich aber mal sagen, sehen wir uns dann hoffentlich mal ein bisschen früher wieder mit Resident Evil, weil ich ja jetzt endlich alles Mögliche an Projekten und Präsentationen fertig habe und demnach nichts mehr für die Schule machen muss. Kein Druck mehr, ich könnte eigentlich aufnehmen, wie ich will. Lassen wir uns alle mal überraschen, ob das so passiert. Gut, tschüssi und Kowski.